Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietz mit TV. Heute mit dem Jay, dem Sebastian und mir, dem Peter. Und wir hatten mal Bock, uns unseren alten Roadtrip anzugucken. Ja, ja Mann. Unser erster Roadtrip aus Österreich. Was war der denn? Das war 2017, oder? 2017 wird 2018. Ah. Ja, krass. Gar nicht so lange her. Gar nichts, ihr wollt gerade sagen. Nee, schade, dass 2020 so scheiße war. Oh ja. Jetzt wäre das auch ein sehr, sehr geiler geworden. Aber gönnen wir uns das doch mal. Yep. Man muss dazu sagen, die Vlogs sind immer entstanden, während wir vor Ort waren. Ja, stimmt, Martin ist mitgefahren. Martin ist damals, mitgefahren, ne? Hat dann genau. Irgendwann und versucht zu schneiden. Manche von uns haben die vielleicht auch noch nie in ihrem Leben gesehen. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Deswegen, ich glaube, ich habe die nämlich noch nicht gesehen. Ja, okay. Ja, damals Peter, das gibt es nicht mehr. Nee. Schon wieder unter der Dusche. Brillanter Start, muss ich sagen. Unterstützt durch Produktplatzierung. Jetzt hast du ungefähr 20 Produkte da reingepackt. Wunderschönen guten Morgen hier aus Osnabrück und herzlich willkommen. Zum Pietz Meet Roadtrip. Aber kein Zerkant. Für mich beginnt der Roadtrip mit einem Flug nach München, denn da treffe ich die anderen Jungs. Von da aus steigen wir dann in unsere Autos und fahren ein bisschen über die Alpen. Erkläre ich euch nochmal, wenn wir vor Ort angekommen sind und die Jungs getroffen haben. In München angekommen, warte ich auf mein Gepäck. Noch habe ich die anderen nicht getroffen, aber ich habe schon gelesen, die anderen hatten Probleme mit ihrem Gepäck. Ich hoffe, ich finde das. Mal gucken, wie es den anderen geht. Wir sind gefickt. Unser Koffer ist nicht da. Das war der belastend. Cut, ey. Hallo, stimmt das? Belastend. Euer Zeug war ja nicht da, ne? Ja, unser Koffer ist nicht mitgeflogen. Und von Köln nach München, ne? Ja, ja. Wow. Was für ein energiereicher Einstieg und dann dieser geile Cut. Ich hoffe, ich finde meins. Mal gucken, wie es den anderen geht. Wir sind gefickt. Unser Koffer ist nicht da. Beide nicht. Beide. Martin hat seinen Koffer. Der steht hier. Ist schön. Ja. Aber tatsächlich haben wir beide unseren Koffer nicht. Und da steht jetzt Cologne completed. Ja. Guter Start, würde ich sagen. Ist schon mal nice, wenn du dann montags morgens, also wenn man überlegt, eigentlich bin ich vor 46 Minuten aufgestanden, ja, und jetzt fangen wir mit dem Scheiß schon an, da habe ich schon, ist die Welt für mich schon am Ende hier. Wir gehen jetzt mal unseren Koffer suchen. Ich hoffe ja noch darauf, dass der einfach nur irgendwie jetzt vom Band gefallen ist und wir deswegen jetzt gleich noch Glück haben. Aber wahrscheinlich ist der gerade nach, keine Ahnung, Sri Lanka geflogen oder so. Ja, kennen wir ja, ne? I don't give a fuck. Ja, deswegen, Christian und ich waren nämlich da an diesem Hotel, wo wir gewartet haben und wir saßen da Ewigkeiten sehr lange und haben auf euch gewartet. Ja. Mal zum Lufthansa-Koffer verloren Schalter. Und werden den einfach zu unserem Zettler hinlegen und sagen, Schlampen, wir hätten jetzt gerne unseren Koffer. Und dann sagen die wahrscheinlich, das tut uns furchtbar leid, der ist auf einem anderen Flugzeug. Dann sagen wir, kein Problem. Der ist auf dem Flug in die Ukraine. Wir warten wahrscheinlich. Wahrscheinlich würden wir das wirklich tun. Ja. Wenn er eine Stunde braucht und mit dem nächsten Flieger kommt, nehmen wir den dann einfach entgegen. Ja, mal gucken. Hoffentlich. Ja, wir checken das ab. Komm, wir machen jetzt erstmal Pack-Opening. Pack-Opening. Ach ja, stimmt. Oh mein Gott, da kriegst du ja irgendwie so eine Zahnbürste und so ein Scheiß, ne? Hallo, kein nächstes Back-Opening-Spoiler. Oh, Entschuldigung. Pack-Opening hier. Starlines. Ah, so. Weißt du eigentlich, da ganz kurz, ja? Das dürfte ich so auf dem Rückflug schon mal nicht mehr mitnehmen. Weiß ich nicht. Das ist kein wiederverschließbarer, durchsichtiger Beutel. Ja, aber guck mal, da sind nur Sachen drin unter 100 Milliliter. Aber wir haben schon mal einen Deo-Roller. Das ist schon mal ganz gut bei den Temperaturen. Was ist das denn? Waschpulver. Ach, da, doch. Das ist zum Waschen. Da kannst du nicht deine Klamotten... Das eine T-Shirt, was du kriegst, das eine ja, weiße ein weißes T-Shirt und das einmal kann... Waschpulver. Ja. Damit Stark. Du dann im Waschbecken waschen kannst. Oh Mann, Alter. Waschen. Und hier für mich passend ein XXL-T-Shirt. Zum Wechsel. Der muss ja eben passen, ne? Ja, für mich unpassend. Ein XXL-T-Shirt zum Wechsel. Eine Zahnpasta. Deo. Darf. Duschgel. Shaving Cream von Sensai. Und die passende Einmalrasierer. Das ist eine Erklärung. Ja. So putzen sie ihre Zähne. So funktioniert das. Und das ist die passende Zahnbürste dazu. Und eine Bürste. Und eine Bürste? Die Bürste ist praktisch. Echt praktisch. Das ist echt praktisch. Und Stäbchen. Und Stäbchen. Vier Stück. Davon nicht so haushalten. Die sind nicht fürs Ohr da. Nee, die sind fürs Schminken nutzen. Oder so, ne? Und Wattestäbchen, die darf man nicht ins Ohr stecken. Ja, wofür sind die denn sonst da? Für alles Mögliche, aber nicht für die Ohren. Ah ja.
Das passt auf jeden Fall. Einmal ganz ehrlich, Dad oder mein Koffer. Wo gibt's denn Jam? Das ist nur für den Fall der Fälle, dass das passiert, ja? Also, Peter hat gerade geschrieben, dass sein Gepäck immer noch nicht über die Bank läuft. Das hat er vor 6 Minuten geschrieben. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was seitdem passiert ist, aber er stand vor irgendwie am Band 13 oder so. Deswegen gehen wir zumindest mal kurz gucken, ob der vielleicht doch da ist. Weil das wäre jetzt saulustig. Also, natürlich auch ja, wenn der Peter auch so gefickt wäre. Wenn alle kein Gepäck haben, obwohl wir an unterschiedlichen Orten kommen. Da ist der Peter! Hey! Hast du auch noch keinen Koffer? Nee. Du hast auch noch nicht geguckt. Doch, das Problem ist, hier waren vorhin Gäste, die, Die Zuschauer da rechts. Die Bände wurden verwechselt. Ja. Das heißt, hier sind wahrscheinlich die Koffer, eure Koffer wahrscheinlich auch, nur irgendwo auf einem anderen Band. Hast du schon geguckt, ne? Ja, aber ich bin natürlich nicht zu jedem Band gelaufen. Mittlerweile ist meine Laune auch wieder ein bisschen besser. Ich beleidige jetzt nicht mehr alle Leute. Ihr habt aber alle keinen Koffer bekommen? Christian hat seinen. Okay, und Martin hat seinen. Obwohl ihr ins gleiche. Ja, einfach mit dem Zug fahren, ne? Ja. Dann passiert sowas. Ja, das würde ich vielleicht von Berlin jetzt mittlerweile auch definitiv machen mit der Sprinterverbindung, die 4 Stunden braucht. Wir haben jetzt darauf gehofft, dass auf dem nächsten Köln-Flieger quasi unsere Koffer mit dabei sind, weil irgendwie der Anhänger stehen geblieben ist und die dann richtig smart waren und sagten, komm, schick ihn einfach jetzt hinterher. Aber kluge Leute findet man nicht so oft, deswegen ist das nicht passiert. Das heißt, wir gehen jetzt zu unseren Autos endlich und gucken uns an, wie geil die sind. Also, ab dafür. Bram wollte euch schon die Autos zeigen, aber nein, soweit sind wir noch nicht, weil wir sind ganz nett zu diesen ganzen Taxifahrern, ja, die da stundenlang warten im Kreis. Alter. Bis nach da vorne. Und wir hätten eins nehmen können, um zum Hotel zu fahren, wo wir uns treffen für die Autos. Aber wir nehmen den Bus. Denn ich bin ein Mann des Volkes. Voll die Fasse da. Ja. Ich war, glaube ich, Engländer. Das hat Martin echt gut gemacht, muss ich sagen. Und das, obwohl er halt die ganze Zeit da war, ne? Ja, ja, das also, ist halt boah, da habe ich schon. Zeit. Ja, Bock. Als Taxi. Wait, was hat er gesagt? Moment. Da ist mein Koffer. Ist als Porsche, Taxi. Als Taxi. Nein, da ist ein Porsche als Taxi. Jo. So, genau, wo waren wir gerade? Bevor wir von dem kapitalistischen Fahrzeug unterbrochen worden sind. Genau. Welche Wünsche hattet ihr eigentlich jemals in dem Bus zu machen? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn das der erste Vlog. Der kommt ja früh genug online, sodass wir noch auf Tour sind, das zu machen. Also auf Tour, auf Trip. Alter. Trip Alter. Quasi. Boah. Ja. So Peter aber schreiben. Auch gemerkt, ey. Dann auf der Rückfahrt, wenn wir mit dem Bus quasi die Autos wieder da abstellen, wir zurückfahren, weil wir sind ja Männer des Volkes, dann können wir das machen. Wir sind nicht Männer des Volkes, wir haben einen Mann des Volkes. Das war Beste. Geil. Ich bin ein Taxi-Denied, einfach. Nein! Nein! Der ist doch immer so überfüllt, dieser Flughafen. Alter, das geht halt auch nicht mehr, ne? Alter, mit Paddeln sind die da. Die Welt hat sich verändert. Ja, das stimmt allerdings, so eng wie das da war. Leg mich am Arsch. Alter, krasseste Busfahrt ever, Junge. Alter, mit Paddel sind die da reingekommen, ey. Der beste Busfahrer. Also normalerweise gehen wir immer auf diese Roadtrips von Mercedes oder so. Aber diesmal bezahlen wir eigentlich alles selber. Fast alles, denn eine Sache müssen wir nicht bezahlen. Und deswegen ist das hier auch ein Video mit Produktplatzierung. Denn wir kriegen Wagen geliehen, 2 Stück. Und zwar die. Ramm, ey. Alter. Oh Gott! Mit seinem Brillenclip, so gut! Alter, ist das schlecht! Fortnite Dances, oder was? Wir hatten alles! Oh, ist das schlecht, ey! Aber das ist wieder so cringy, dass es lustig ist, weil es halt offensichtlich verarschend ist und nicht dieses andere, wie wir 2014 waren. Ja, okay, verstehe. Die waren schon nice, die Autos. Ja. Ja. Meinem GLC war nicht. Ja, aber da war nicht so viel Platz drin, wie man vielleicht erwarten würde von dem Auto. Der weißt du auf jeden Fall der geilere. Nee! Ja. Safe, Peter, das wirst du gleich auch noch sehen. Der hat sich einfach geil angehört. Ja, der hatte auch mehr Leistung. Deswegen. Aber der
kleine war der schöne. Ist halt aber diese ganzen Innenbeleuchtungen, hatten die damals auch schon, die jetzt quasi bei Mercedes drin sind? Okay. Ich habe auch Innenbeleuchtung. Ich habe immer grüne Innenbeleuchtung bei mir drin. Ah ja. Boah. Martin ist schon kein schlechter. Der hat auch gestruggelt während dieser Tour, ey. Ich weiß doch genau, wie wir da alle im Schatten standen und Martin die 2 Stunden an dem Auto gefilmt. Oh Gott, der tat mir so leid. Alter, der war auch Wasser danach einfach nur noch flüssig. Ja. Aber das Produkt seht ihr hier. Es war so heiß da. Ja, war sau heiß. Oh, noch eine analoge Uhr. Das ist schon ein schicke Autos. Immer wieder Zeit für Mercedes Roadtrip. Immer noch weiß. Mercedes hat uns die beiden Wagen freundlicherweise für die Woche zur Verfügung gestellt. Die haben da so ein Programm, ja. Als Journalist kann man die auch bekommen, damit man die halt eine Woche testen kann. What the fuck? Ja, wir testen die jetzt quasi eine Woche. Infos dazu kommen später. Das ist auf jeden Fall ein GLC 63S. Das ist ein C43, beides AMGs natürlich. Mit richtig viel Power. Natürlich. Aber es ist warm, wir brauchen trinken. Bevor der Roadtrip wirklich losgeht, müssen wir einkaufen gehen. Ich überlege jetzt, ob ich anfangen soll, Bram zu triggern, ja? Hast du Leute im Koffer? Habe ich nicht. Papa, ich weg mit dem Ding. Was ist der Junge da? Was? Achso. Startfrei, okay. Jetzt doch, jetzt Peter, jetzt siehst du, warum der Weiße geiler ist. Ja, stimmt. Over, es geht los, over. Okay, ich hoffe, da gehst du nicht gleich einspuren. Das innerorts vom Zebrastreifen, Leute, müsst ihr wissen. Aber wir sind nicht verknackt worden, denn der Wagen kann ja 350 fahren. Jetzt Driftrennen gewonnen, Aufer! Driftrennen? Hast du nicht gesehen, wie krass ich gedriftet bin? In dem Wagen, würde ich dich mal behaupten. Alter, wir haben den abgezogen. Warst du voll langsam? Der ist halt wahrscheinlich, der wiegt fast das, naja, nicht ganz das Doppelte, aber der wiegt halt schon deutlich mehr und hat den halt eben mal so abgezogen. Das ist krass. Der drückt dich halt auch richtig in den Sitz. Jay, nicht? Echt nicht. Echt nicht? Danke. Nee. Aber noch nicht. Das ist kein Scherz. Jay hat zwischendurch ist er einmal kurz beim Beschleunigen noch vom Gas gegangen, weil er sich nicht sicher war, weil er die Kraft des Wagens nicht einschätzen konnte. Ich glaube, der Wagen kann noch mehr. Ich meine, er hat doch 100 PS mehr, also alles andere wäre auch komisch. Nur 100? Der Roadtrip ist hier. 100 PS mehr sind ganz schön viel. Ja. Aber der ist ja auch schwerer, aber ne? Aber bei dem Gewicht und so weiter, ich hätte echt gedacht, der wird doch mehr haben. Ich meine, er hat doch 100 PS mehr. Noch mehr. So, der Roadtrip ist jetzt endlich vernünftig on the way. Peter! So, was? Alter, du bist so spannend. Alter. Wir hatten leichte Anfangsschwierigkeiten, die ihr jetzt mal sehen könnt. Wir wollten eigentlich hier in... Oh, das war so geil. Oh mein Gott, als ich uns da in die Dingens gefahren habe, in die tiefste Gosse. Ja. War vom Navi irgendwie nicht so smart, uns da rumzuschicken. Oh ja. Mann, ey. Schwierigkeiten, die ihr jetzt mal sehen könnt. Wir wollten eigentlich hier in Anlieger frei. Jay hat gesagt, er hat ein Anliegen. Aber die Brücke ist leider nicht für Autos und Motorräder geeignet. Deshalb wenden wir hier in dem Vorgarten von den Leuten. Und Peter und Christian sind da vorne. Sie müssen gut fahren. Müssen hier wieder raus. Ja, habe ich möglicherweise verfahren und dann habe ich gesagt, ich könnte hier lang fahren. Das hat mir versprochen. Easy, kannst du easy zurückfahren. Das wusste ich nicht. Ja, das stimmt. Also, das Navi hat gesagt, ich muss da lang fahren. Das ist natürlich ein bisschen eng hier alles für den Wagen. Mit den 360-Grad-Kameras geht das auch echt gut. Jeder müsste doch genug. Das piept eigentlich die ganze Zeit Alter, hier. Das ist eng, ja. Ja, hallo Zaun. Guck mal, wer da vorne fährt. Das war sehr unangenehm, sag ich dir, da lang zu fahren. Peter, ey. Ey, komm, das ist mit dem Rückwärts. Der hat auch eine Kamera. Kannst du doch nicht erzählen. Nein, nein. Sag dich mal nicht so anstellen, ja. Oh, hab ich Bock auf einen Roadtrip, ja, Mann. Haben die Leute können wir den nicht mal langsam machen? Ist doch jetzt alles safe, oder? Hier so in Frankreich und Spanien. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich aktuell nach München will, weil da die Zahlen wieder so hochgehen. Oh ey. Mann, ey, wir hätten das echt machen sollen, so im August. So eine Scheiße. Hallo!
Ich habe immer Mittelfinger gezeigt. Alles für die Kamera. Alles für die Kamera, alles für die Fans. Dafür können wir mal ein Like geben, dass Peter so gut rückwärts gefahren ist. Ja, das finde ich aber auch. Ne? Für die Fans, für die Zuschauer. Siehst du? Guck mal hier. Jetzt habe ich aber genug Zeit, um euch mal ganz kurz zu erzählen, was wir eigentlich vorhaben. Wir wollen... Das war ich jetzt aber nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur eine Kurve gefahren. Das klang irgendwie nicht so vernünftig. Das war nicht bei mir. Das war nicht bei dir? What the fuck? Also die GoPro ist noch vorne drauf. Ja. Irgendwann. Das war das Geräusch gerade. Denn das Kabel hing noch raus und wir sind wohl selber über das eigene Kabel gefahren. Da hing eine Maus dran. Die Maus wurde dann logischerweise rausgezogen durch die Tür, aber die Maus war so fest, dass die noch da ist. Wir werden nachher checken, ob die noch geht. Alter, so geil. Wie viel Chaos! Oh Mann, dass das auch noch auf Kamera war. Alter, das kann halt echt nicht wahr sein. Gefühlt ging beim ersten Roadtrip viel mehr schief als beim zweiten. Das stimmt gar nicht. Ja, okay, vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Unabhängig davon wollte ich eigentlich die Zeit nutzen und hoffentlich diesmal ohne Unterstörung? Nein, ohne irgendwas, das was dazwischen kommt, wollte ich die Route erklären. Über die nächsten 5 Tage sind wir in 5 verschiedenen Städten. Heute fahren wir gerade auf Salzburg zu. Nächster Stopp, Tag drauf, ist Innsbruck. Danach kommt St. Gallen, danach kommt Ravensburg und dann wieder München. Und so fahren wir in den nächsten 5 Tagen einmal durch die Alpen und haben hoffentlich jeden Tag Spaß und erleben Quatsch, den wir jetzt hier mit euch im Vlog teilen können. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch nach Salzburg fahren und wir fahren übrigens über den kompletten Trip kein einziges Mal Autobahn. Wir wollen nur durch coole kleine Landstraßen fahren und vor allen Dingen da drüber. Wir müssen jetzt hier rechts fahren. Wir müssten hier rechts fahren, aber wir fahren links. Aber wir fahren links. Ja, weil wir lieber was Geiles sehen wollen auf der Strecke nach Salzburg. Wasserburg. Kacke riechen. Kacke riechen. Ach, was schön. Ja, das war wirklich schön alles. Nee, war nicht schön. Ich muss mit Bramna wieder nach München fahren. Ah, ja, stimmt. Seid ihr in der Autobahn gefahren? Wir sind gefahren, wie es ging. Ja. Eieiei, kein Trickser. Ja, da haben wir die Drohnenaufnahme. Sogar mit Drohne sind sie gefahren. Ach, was schön. Eine schöne Gegend. Weiß doch genau, dass die immer richtig schlecht wurde, als ich hinten auf dem Fahrersitz war. Vor allem, als Peter gefahren ist. Alter, das war der Horror. Wir haben ja auch ein Rennen. Wir sind ja auch ein Rennen. Das ist der Horrortrip gewesen. Das war der Horrortrip. Ich musste mich ja auch beeilen. Das war für mich, das war wirklich ganz schlimm. Ich kann nicht hinten am Rücksitz sitzen. Wir sind jetzt sehr erfolgreich angekommen in Salzburg. Gehen jetzt noch ein bisschen hier Pokémon fangen und aufnehmen. Das könnt ihr dann auf den Hauptchannel euch angucken. Ist jetzt bestimmt verlinkt. Stimmt! Oder stimmt. Auch nicht. Und das war's mit dem ersten Vlog. Hoffentlich geht's morgen heiter weiter mit dem nächsten Vlog. Freut euch drauf. 15 Uhr Pizza mit TV. Bis dahin, haut rein. Heiter weiter. Na klar. Ja, ist super hier, heiter weiter. Morgen geht's heiter weiter. Stark. Super. Das war lustig. Das war auch Habe ich Bock, die anderen noch zu sehen, plus Norwegen. Oh ja, ich, wir haben dürft ihr nur weitermachen, wenn ich da bin. Geguckt, sonst bin ich sauer. Ja, okay. Das war echt auch schön. Ja, dann würde ich mal sagen, wollt ihr auch die anderen sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer? Ja, wollt ihr. Bescheid. Jetzt bin ich sauer. Wir danken vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.